hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen. Lernen, planen, leben. Der Podcast von und mit Holger Lendwig. Ja, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr habt den vorhergehenden Teil gehört, den Podcast. Der lautet ja Fachkräftemangel, Mythos oder reales Problem. Da hat der Experte, der Carsten, ja schon richtig coole Sachen rausgehauen. Und der Titel der heutigen Folge ist was ganz, ganz Spezielles. Denn wir lieben ja Herausforderungen. Ich hoffe, ihr liebt auch Herausforderungen. Das Thema heißt nämlich Generation Y meets Arbeitsmarkt. Generation Y meets Arbeitsmarkt, also Y. Hey Carsten, herzlich willkommen. Freue mich, dass du auch wieder zur Verfügung stehst. Dann hau doch mal was raus. Was ist denn Generation Y? Wollen die überhaupt noch arbeiten? Ja, toi, toi, toi. Ja, danke, Holger. Zwei Welten prallen aufeinander, könnte man sagen. Und zwar zwei völlig unterschiedliche Erwartungshaltungen prallen aufeinander. Und ich denke, diese Erwartungshaltungen sind vor allen Dingen dadurch entstanden, dass in der Regel heute die Entscheider eher der Generation X angehören und nicht wirklich darauf ausgerichtet sind oder verstehen, was denn eigentlich eine Generation Y oder eine Generation Z dann in Zukunft von dem Arbeitsmarkt, vom Arbeitgeber erwarten. Und genau genommen sind wir ja selber schuld, weil wir haben diese Generation erzogen und haben sie letztlich zu dem gemacht, was sie heute sind, nämlich zu selbstständig denkenden, handelnden Menschen, die auch schon mit 18 und 19 sagen, was sie denn wollen und was sie nicht wollen. Und das erschreckt sicherlich den einen oder anderen Arbeitgeber im Moment. Jetzt hast du ja mit drei Buchstaben des Alphabets um dich herumgehauen. X, Y, Z. Basteln lass mal ein bisschen auseinander. Wer gehört dazu und wie sind die X und Y charakterisiert, bevor wir dann ein bisschen mehr auf Y und Z eingehen? Genau. Also die Generation X, das sind wir aktuell. Ne? Es gibt noch die etwas Älteren, die Babyboomer, die sind jetzt so in den 60 alt, also vom Alter her um die 60. Die müssen wir uns sicherlich jetzt nicht mehr anschauen. Die Generation X, das sind die, die jetzt so von 40 an bis Mitte der 50 vom Alter her sind. Die also in der Führungsposition mittlerweile schon durchaus sein sind. Genau, mhm. Die in Führungsposition sind, die Entscheider sind, den Firmen gehören, gerade im Mittelstand und die an der Stelle natürlich auch eine entsprechende, zum einen Erwartungshaltung haben und zum anderen aber auch eine entsprechende Erziehung haben. Mhm. Ja? Ich bin seinerzeit in der Sparkassenorganisation angefangen. Mein Vater war Handwerker und hat gesagt, wenn dein Chef einen Kaffee will, dann bringst du ihm einen. Selbstverständlich hätte ich das damals getan, auch wenn mein Chef das so nicht gefordert hätte. Einfach weil das so üblich war und weil sich das auch dem Alter entsprechend her so gab. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Das sind ja auch andere Werte, wie das früher so war, nach dem Motto, nur weil einer älter ist, sollst du eben einen Respekt, auch wenn er vielleicht nichts drauf hat. Ne? Es gibt auch Arbeitgeber, die haben durchaus dieses Alter, in dem man ihnen Respekt zollen sollte. Aber Respekt verdient man sich natürlich nicht nur durch das Alter, sondern vor allen Dingen durch das Tun, durch das Reden, durch das Handeln und durch das Vorleben. Ne? So ist das, ja. Und umso spannender wird es natürlich, wenn man dann die Generation Y sieht, also die jetzt wirklich den Arbeitsmarkt beherrscht im Alter so von, sagen wir, 28 bis 35, Anfang 40. Die jünger sind, das sind die, die man jetzt als Zettler bezeichnet, die nach ihrem Studium jetzt so langsam aber sicher an den Arbeitsmarkt drängen. Die Generation, die danach kommt, heißt übrigens Alpha. Die müssen wir uns heute aber noch nicht angucken. Die sind jetzt gerade nur in der 5., 6. Klasse. Aber die ist auch schon definiert, ne? Das ist schon definiert, ja. Das sind die mit den Helikoptereltern, ne? Das sind die mit den Helikoptereltern, ja. Und es ist je nachdem, welches Buch man liest, ist es sehr unterschiedlich, was die Psychologen sagen, was die denn dann entsprechend machen wollen. Aber da wollen wir besser heute nicht drüber reden. Ich denke, es reicht, wenn wir uns vor allen Dingen Y und Z angucken. Wer mal einen Podcast wert, du. Spannendes Thema. Ja, aber wie gesagt, also die eine Hälfte, würde ich sagen, die wollen wir gar nicht hören und das können wir uns gar nicht vorstellen, weil die natürlich ähnliches Helikoptergehabe gelernt haben und von ihren Arbeitgebern erwarten. Und die andere Hälfte sagt, ich bin das jetzt endlich leid, ich will alles alleine machen und ich kann dieses ewige Helikoptern überhaupt noch nicht mehr ab. Beides ist sicher nicht gut. Es muss einen guten Mix daraus geben. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, auf der anderen Seite,
auch über uns, also über uns Xler hat man ja, als wir gekommen sind, gesagt, wir würden aufrührig sein, wir würden alles verändern wollen und was weiß ich nicht, was alles. Und insofern bin ich da mal sehr vorsichtig. Auch wir sind ja älter geworden und haben uns dem Arbeitsmarkt angepasst. So, jetzt zu Y, die 28- ja. bis 40-Jährigen. Wie ticken die? Die ticken eigentlich noch recht gut. Die sind, wenn die in ein Unternehmen kommen, die wollen einen Mentor haben, die wollen einen Coach haben, der ihnen hilft, um möglichst schnell reinzukommen. Die wollen aber auch die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen. Die möchten gerne verändern im Positiven. Das sind zum Beispiel die, die man auch abends um 20 Uhr noch anrufen kann und die man im Zweifel beim Joggen erwischt, wenn man eine Frage hat. Die aber auch um 14 Uhr mal kurz beim Friseur sind und eben nicht erreichbar sind, weil sie einfach sagen, ich muss nicht 9-to-5 machen, sondern ich muss meine Arbeit erledigen. Und wie ich das mache, das ist meine Sache, aber das passt an der Stelle für sie. Und mit Sicherheit sind es welche, die eher eine halbe Stunde länger arbeiten als eine halbe Stunde weniger, aber die dafür eben auch ihre Freiheit haben wollen. Und die Corona hat da sicherlich einiges Positives bewirkt, weil viele Unternehmen, die vielleicht noch zu alt eingesessen waren, gesagt haben, jetzt müssen wir ja doch aus dem Homeoffice arbeiten und Überraschung, es funktioniert. Das ist sicherlich etwas, was diese Generation unheimlich positiv mitgenommen hat, weil die natürlich dadurch die Möglichkeit hat, tatsächlich von irgendwo zu arbeiten. Also wir wissen, dass es gerade im Bereich Spanien sehr große Probleme gab, weil ganz viele dieser Generation in die wärmeren Länder gezogen sind oder sich da eine Wohnung genommen haben, als sie noch konnten und gesagt haben, wir arbeiten jetzt von da und vielleicht nicht so unbedingt beachtet haben, dass sie dann einen Wohnsitz im Ausland haben und was das eigentlich auch fürs Unternehmen bedeutet. Aber das sind so kleine Nebenspannungen, mit denen man umgehen muss. Aber insgesamt ist diese Klientel, gerade diese Y-Klientel, so, dass man sagen kann, wenn man die im Haus hat, dann passieren auch Änderungen. Und mit Sicherheit wird es nicht so sein, dass ein Prozess auch in 10 Jahren noch so ist wie heute und keiner weiß mehr, warum es ihn eigentlich gibt. Schwierig wird dabei, im Vergleich dazu wird die Generation Z, die ganz anders erzogen ist, die aber auch ganz andere Wertevorstellungen hat und die, wenn man sie heute befragt, tatsächlich eher sagt, ich mache tatsächlich 9-to-5 und wenn ich dann meine 8 Stunden rum habe, dann mache ich mein Diensthandy aus und dann bin ich auch nicht mehr erreichbar, weil dann mache ich Sport, dann habe ich Familie und so weiter. Und diese jungen Leute sind heute auch noch nicht so bereit, dienstlich viel zu reisen. Also wo man vielleicht früher gesagt hat, oh toll, ich darf mal für eine Woche nach Moskau und da arbeiten und mein Arbeitgeber bezahlt das auch noch, sagt dann eher die Generation Z, nee, das will ich gar nicht, weil dann bin ich weg von meinen Freunden oder ich kann nicht zum Sport gehen oder ähnliches. Und da werden wir einiges an Arbeit und Aufwand haben, deutlich zu machen, dass der Job vielleicht einen ähnlichen Einsatz braucht, wie auch das Privatleben, wo man eben auch mal an einer anderen Position ist und einfach was anderes lernen machen muss. Wie soll denn Arbeitgeber damit umgehen? Wie tritt der Arbeitgeber der Generation Y entgegen? Der Arbeitgeber, der eine Position für die Generation Y zu besetzen hat, der sollte sehr deutlich machen, dass er Menschen sucht, die das Unternehmen vorwärts bringen, die sich selber tatsächlich auch weiterbilden wollen. Denken wir an den IT-Bereich. Man sagt heute, die Halbwertszeit des Wissens im IT-Bereich ist 5 Jahre. Danach muss man komplett neu lernen, um alles zu verstehen. Und das bedeutet natürlich auch, dass das etwas, was es früher nicht gab, so die Generation X ist ja noch so groß geworden, gerade in den Anfängen zu sagen, das, was du jetzt kannst, das ist fürs Leben, das kannst du. Damit gehst du fast ins Rente mit dem Wissen, ne? Genau, ja. Und das gibt's eben nicht mehr, weil man eben tatsächlich gerade der IT-Bereich, das ist nun mal so, da gibt es so schnelle Veränderungen, dass man an der Stelle einfach die Mitarbeiter regelmäßig in die Ausbildung schicken muss. Das wird sicherlich auch, so wie ich das beobachten kann, auch im Bereich der Ärzte so sein. Ne? Jedes technische Gerät, was neu kommt und was etwas ermöglicht,
jede neue Möglichkeit, auch in die Behandlung zu gehen, sorgt immer wieder dafür, dass man sich aus- und fortbilden muss, aber eben auch seine Mitarbeiter aus- und fortbilden muss, damit die eben auch nur auf dem aktuellsten Stand sind. Also eine wichtige Botschaft, sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer, immer stetige Weiterentwicklung, lebenslanges Lernen, wie das so schön heißt, weil die Halbwertszeit des Wissens, die wird immer kürzer. Ja, wirklich. Das ist eine Investition in den Mitarbeiter, die ist einfach notwendig. Ich habe da irgendwann, der ist alt, wahrscheinlich wird die Hälfte der Zuschauer jetzt den schon kennen, aber es gibt so einen schönen Hinweis da, der immer wieder in Facebook ist, wo der CFO, ne, als oberster Finanzer zum CEO sagt, was ist, wenn wir unsere Mitarbeiter ausbilden, Geld investieren und die gehen weg? Und der CEO antwortet, was ist, wenn wir das nicht tun und sie bleiben? Ich glaube, da ist, also man kann das nicht wahrer ausdrücken. Ja. Wir müssen einfach heute dafür sorgen, dass unsere Mitarbeiter immer auf dem aktuellsten Stand der Dinge sind und zumindest in der Theorie sehr nah an ihrer, ich sag mal, an jemandem sind, der gerade aus dem Studium kommt oder ähnlichem kommt. Jetzt die Generation Y, was liest die, wie bewerben sie sich heute für um einen Job? Wie gesagt, Stellenanzeigen aus Zeitung, haben wir im ersten Podcast schon gehört, ist eigentlich absolut out. Ja. Wie wird es heute gemacht? Ganz platt gesagt, die googeln. Also wir wissen heute aus verschiedensten Untersuchungen, dass mehr als 70% derer, die neuen Job suchen, ihn googeln. Und dass die bei diesem Googlen eben tatsächlich auch, dass die teilweise nur die Position eingeben, Projektleiter und einen Ort dazu, Hamburg. Und dann muss diese Position auftauchen. Und dadurch, dass diese Position dann entsprechend auftaucht, gibt es eine Bewerbung. Und die Arbeitgeber sind extrem gefordert, ihre Positionen und ihr Unternehmen im Internet so darzustellen, dass man sie auch findet. Und eine der besten Maßnahmen ist Google for Jobs. Mit Google for Jobs kann ich die Position auf meiner eigenen Internetseite darstellen, kann entsprechende auf der Metadatenebene entsprechende Informationen hinterlegen und kann selber dafür sorgen, dass diese Position immer unter den Top 10 in der Darstellung ist. Und das kostet kein Pfennig Geld. Was es braucht, ist jemand, der SEO kann, weil letztlich ist es nichts anderes als SEO, aber die meisten unserer Unternehmen haben ja sowieso eine Marketingabteilung oder eine Agentur und sind es gewohnt, SEO für entsprechende Produkte zu machen. Und jetzt ist das Produkt eben nicht das, was das Unternehmen produziert, sondern das eigene Unternehmen. Ja. Jetzt hast du ein Beispiel gesagt, Projektleiter Hamburg wird eingegeben. Was ist denn, wenn ich jetzt nicht in Hamburg, sondern in Kiel sitze? Der Standort wird ja demjenigen, der nach Hamburg sitzt, nicht gefallen. Jetzt keine, weil er zu spezifisch annonciert hat. Es ist tatsächlich so, dass das Unternehmen sollte schon sehr deutlich machen, ob es bereit ist, Homeoffice-Lösungen zu machen oder wie auch immer. Auch das kann ich über Google sehr deutlich darstellen. Und letztlich, man muss das jetzt wirklich so sagen, Corona hat bewiesen, dass es funktioniert. Oder zumindest bei welchen Positionen es funktioniert und bei welchen nicht. Und es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt zurückzugehen und plötzlich zu sagen, es müssen wieder alle aus dem eigenen Büro arbeiten, anstelle zu Hause zu bleiben und aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und jetzt auch auf der anderen Seite kann man wieder sehr deutlich sagen, nehmen wir Kiel und Hamburg, weil das eine gute Stunde mit dem Zug ist. Jemand, der das Unternehmen schätzt und der sieht, dass die Mitarbeiter Spaß miteinander haben, weil man es in Instagram sieht, weil es einen eigenen Kanal für Mitarbeiter und Ähnliches gibt, der wird sich das Unternehmen immer angucken. Der wird immer hingehen und sagen, erstmal sehen und im Zweifel fahre ich einen Tag in der Woche und sorge dafür, da bin ich halt 12 Stunden unterwegs, aber ich bin dann einen Tag in der Woche im Büro und die restliche Zeit kann ich von zu Hause arbeiten. Ja, und das heißt, die Flexibilität ist von beiden Seiten notwendig, sowohl vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer, weil gute Jobs, man geht eigentlich zum Job hin, nicht der Job kommt unbedingt zu einem selbst. Ne? Das ist so, ja. Das hat sich in den letzten 10, 15 Jahren so entwickelt und das wird sich auch in Zukunft noch viel weiter so entwickeln. Wenn wir das heute sehen, wir haben sehr häufig gerade im IT-Bereich, eine der interessantesten Länder im Moment aus dem IT-Bereich zum Beispiel ist der Iran. Es gibt ganz viele wirklich toll ausgebildete Menschen im Iran, die fantastisches Englisch sprechen,
die seit 2, 3 Jahren schon wirklich gute IT-Entwicklung machen, teilweise auch als Scrum Master tätig sind, also Führungsaufgaben übernehmen, die aber einfach sagen, ich mag mein Land und ich will von zu Hause arbeiten. Und wenn ich das als Unternehmen akzeptiere, dann habe ich da genau die richtigen Mitarbeiter. Weil diese Mitarbeiter natürlich auch sehr viel dafür tun, dass sie auch bleiben in diesem Unternehmen, in diesem Konstrukt bleiben dürfen, weil sie damit zum einen einen festen Job haben, zum anderen festes Einkommen und weil sie ihr Land nicht verlassen müssen. Mhm. So, ja. Du hast ja gesagt, diese Leute greifen zum Handy, nicht zum Computer, sondern die gehen immer über Smartphone. Das heißt, alles das, was gemacht wird, muss smartphonefähig sein. Das heißt, von der optischen Darstellung, damit es über Smartphone schnell auf eine smarte Art und Weise gefunden werden kann. Ja, also es ist tatsächlich so, die Generation Y, ich habe das an meinem eigenen Sohn gesehen, der Praktikum gemacht hat und er hat mir auch seine Kumpels geschnappt und hat gesagt, erzähl mal, wie ihr das gemacht habt und was die sind wirklich hin und haben ihre Positionen, die sie sich beim Praktikum beworben haben, übers Handy gesucht, über Smartphone gesucht, haben ihre Bewerbung über Smartphone rausgeschickt, was sich jemand in meinem Alter nicht vorstellen kann, dass es so etwas gibt. Und die gehen ganz klar hin. Also diese Generation sagt ganz klar, was es auf dem Handy nicht gibt, das gibt es nicht. Ja. Und, das ist ja schon die Generation Z, ne? Das ist die Generation Z, ja. Die macht im Prinzip alles übers Handy. Ne? Das Handy weckt mich, das Handy sagt, wann ich schlafen soll, sagt mir, ob ich mich genug bewegt habe am Tag, sagt mir, was ich essen und trinken soll, ob meine Ernährung richtig war. Meine Finanzen mache ich, meine Überweisung mache ich drüber. Und ich bewerbe mich mal kurz für einen Job, ne? Zwischen Abendessen und Kino gehen. Ja, genau. Und by the way, ich gucke gerade noch, was in Kununu über das Unternehmen steht und was ich in Instagram über das Unternehmen sehe. Und wenn ich da gar nichts sehe oder wenn ich da Schlechtes sehe, dann suche ich mir das Nächste. Mhm. Das ist eigentlich wie bei TripAdvisor, Amazon oder wie auch immer. Wenn ich heute hingehe, ich meine, die haben das ja auch gelernt von uns Alten. Wir gehen ja auch hin und gucken uns die Rezensionen an, bevor wir etwas bestellen, was wir nicht kennen oder bevor wir in ein Hotel gehen, wo wir in Urlaub hin wollen und nicht wissen, was los ist. Das ist eine Sache von 3 Klicks. Bevor das Internet nicht da war, hat man das Mund-zu-Mund-Propaganda. Ich sage, hey, mal Carsten, wo kann ich in Urlaub hinfahren? Mallorca, wo war es da? Gutes Hotel, das kannst du empfehlen. Oder ich brauche ein neues Auto. Bist du mit der Marke zufrieden? Wie bist du mit dem Autohaus, mit dem Service zufrieden? Das hat man früher auf die Anweise gemacht. Ne? Richtig. Und jetzt durch das Handy habe ich natürlich den Vorteil, ich habe nicht nur den Carsten als Erfahrungsgeber, sondern ich habe auf einmal Tausende, Hunderttausende an Carstens, die ihr Know-how dort niedergelegt haben, nicht das anzapfen kann. Ja. Das Schlimme daran, finde ich, ist, dass die Generation, also das ist dann eher die Z als die Y, aber das Schlimme daran ist, dass die Generation Z sehr wohl weiß, dass man nicht allem glauben darf, was im Internet steht. Das haben die schon verstanden. Aber die sagen eben sinngemäß, wenn nur die Hälfte dessen stimmt, was über das Unternehmen im Internet steht, will ich da trotzdem nicht arbeiten. Und gehen einfach einen weiter und sagen, ne, bevor ich ein Hotel nehme, was nur eine 7,5 hat, weil einer geschrieben hat, es ist vielleicht lauter Fluglärm oder zwei haben das geschrieben, gehen die lieber hin und sagen, dann nehme ich lieber ein Hotel, was einen Kilometer weiter weg ist. Das ist jetzt auch keine Entfernung mehr und da steht nichts über Fluglärm und dann gehe ich eben dahin. Und ob das jetzt, wie laut Fluglärm an der Stelle tatsächlich ist und ob es die stören würde oder nicht, das wissen wir nicht. Mhm. Aber an der Stelle, und wir haben es ihnen beigebracht, weil wir als Generation immer wieder hingegangen sind und gesagt haben, gucken wir doch mal hier im Internet, gucken wir doch mal da. Mhm. Und die haben einfach gesehen, wie wir das tun und die können das heute viel besser als wir. Ja, du sprichst was ganz Wichtiges an. Das Internet ist ja praktisch Bestandteil unseres Lebens, ist nicht mehr wegzudenken. Wir machen alles sowas Internet, wie ich das eben schon mal beschrieben habe. Und die Gefahr ist immer, ist das denn wirklich alles wahr, was da steht? Sowohl im positiven wie auch im negativen Sinne. Ne? Ja. Da wird ja unglaublich viel manipuliert. Ne? Ja, und deswegen sage ich ja immer den Unternehmen, wenn schon Informationen über euch im Internet stehen, warum macht ihr es nicht selbst? Baut eine Internetseite, in dem ihr zeigt, was ist eure soziale Verantwortung? Habt ihr irgendwo gespendet? Habt ihr irgendwo geholfen? Wie geht ihr heute mit Mitarbeitern um? Was habt ihr zum Beispiel an Betriebssportgemeinschaften, wenn man so etwas hat? Oder wo unterstützt ihr eure Mitarbeiter? Schreibt es auf eure Internetseite. Macht es deutlich, dass ein Bewerber es bei euch sieht, weil ihr habt es ja selber geschrieben und damit ist es erstmal richtig, was dort zu lesen ist.
Und das haben die meisten der Unternehmen noch nicht verstanden. Woran liegt das? Die brauchen ja schon Arbeitskräfte, meckern auf der einen Seite darüber, ich finde keinen, aber sie bleiben in ihrer Höhle sitzen und lecken ihre Wunden, oder? Ja, ich glaube, was tatsächlich so langsam aber sicher bei jedem ankommen muss, ist, dass HR und Marketing vom Vorgehen her exakt dasselbe ist. Ja, aber das hat man eben an der Stelle noch nicht so richtig verstanden. Wenn man in den Marketingbereich guckt, dann wird am Anfang des Jahres wird eine komplette Kommunikationsplanung gemacht. Es wird gesagt, wann welche Information rausgeht, wann man welches Produkt scharf schaltet, wie man dieses Produkt scharf schalten will, wie man das unterstützen will. Beim HR-Bereich macht man das nicht. Da kommt man 2 Wochen vorher und sagt, wir brauchen eine neue, wir verlieren jemanden. Wie auch immer. Und jetzt muss die Position neu besetzt werden. Und jetzt HR, mach mal. Und ich glaube, hier haben die in etwas kleineren, in mittelständischen Unternehmen einfach, hat der HR-Bereich noch nicht so sich durchsetzen können, wie das gewünscht wäre. Guter Hinweis. Vielleicht auch, weil die Führungskräfte noch ein bisschen zu alt sind. Vermutlich auch. Hat immer so geklappt, warum sollen wir das anders machen? Kostet ja mehr Zeitaufwand, mehr Geld etc. Ne? Genau. Aber da kommt Bewegung rein, muss ja auch Bewegung reinkommen, wenn wir weiterhin im Prinzip das Unternehmen wirklich im guten Rang haben möchten. Ja. Jetzt sagen wir mal, wenn man jetzt mal nimmt den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer, die Generation Z. Wir gehen jetzt mal auf die unter 25-Jährigen an. Welche Tipps kannst du dem Arbeitgeber geben und welche Tipp kannst du auf der anderen Seite auch der Generation Z geben? Wie die beiden besser zusammenkommen. Ja, also die Arbeitgeber müssen sich darüber im Klaren sein, dass die jungen Leute, die ins Unternehmen kommen, noch geformt werden müssen. Und das meine ich im positiven Sinne. Die sind in einer Umgebung groß geworden, wo es Helikoptereltern gibt, wo die Eltern heute sehr aktiv auch in den Klassenpflegschaften mitarbeiten, wo die Eltern im Zweifel auch bereit sind, in den Kampf zu gehen, im Sinne von, ich verklage denjenigen oder wie auch immer. Man liest da ja die verrücktesten Dinge, die passiert. Ja. Was man aber tatsächlich ja im Vergleich vielleicht zu der Zeit, in der ich groß geworden bin, wo man sich vielleicht mal ganz kurz einmal die Fäuste gezeigt hat und sich einmal vielleicht am Boden gewälzt hat und danach war es wieder gut. Sowas wird ja heute eher nicht mehr erlaubt. Und das führt natürlich dazu, dass diese Generation vielleicht nicht mehr so richtig weiß, wie man sich auch im Umgang, im beruflichen Umgang benehmen soll und eher erwartet, dass alles für einen getan wird. Also dieses klassische, was man dem Arbeitgeber erklären muss, ist der Generation Z. Mitarbeiter erwartet, dass er alles beigebracht wird, um durch sein Studium zu bekommen. Und dass er quasi die Ausbildung besteht, weil der Arbeitgeber ja weiß, was er alles in der Ausbildung lernen muss. Und also der Arbeitgeber soll praktisch die Rolle der Eltern übernehmen, deshalb Helikoptereltern so ein bisschen. Ich habe dir geholfen, ich habe dich dahin gewandt, ich habe dich beschützt und jetzt erwarte ich diese Rolle vom Arbeitgeber. Genau. Und da wird der Arbeitgeber zum einen sich dessen bewusst sein müssen, dass das einfach so die Erwartungshaltung ist, weil die Mitarbeiter haben das einfach nicht anders gelernt in ihrem Leben. Und zum anderen gilt es aber auch, vielleicht so diese ersten 6 Monate im Unternehmen zu nutzen, vielleicht diese Werkseinstellung wieder zu korrigieren und sicherzustellen, dass man eben jetzt auch Menschen hat, die verstanden haben, dass sie auch wirklich selbst loslaufen müssen, dass sie sich sehr engagieren müssen für die Position, dass sie davon aber auch sehr viel haben können, weil sie selber ja lernen, weil sie selber sich vielleicht auch für weitere Aufgaben im Unternehmen dann entsprechend darstellen. Mhm. Ja, und das müssen genauso auch die jungen Leute lernen. Nämlich früher hat man gesagt, ohne Fleiß kein Preis. Ich glaube, das zählt heute immer noch an vielen Stellen. Wenn ein Unternehmen sieht, dass jemand sich aktiv um Dinge kümmert, dass jemand aktiv etwas in die Hand nehmen will, bin ich ziemlich überzeugt, dass jede Führungskraft sagt, ich lasse den mal laufen, wenn er Hilfe braucht, helfe ich ihm. Aber der soll wirklich auch seine Erfahrungen machen, weil daraus wird man irgendwann dann größer und man nimmt diese Erfahrung mit und kann eigentlich immer wieder einen neuen Job übernehmen. Innerhalb einer Firma, man muss dafür gar nicht wechseln. Also das wäre der Tipp an die Generation Z, lass dich darauf ein, geh einen Weg
und guck auch, dass du selbst aufsaugst, Wissen aufnimmst, dass du praktisch so richtig scharf, heiß auf Wissen bist, um dich weiterzuentwickeln. Verlass dich nicht drauf, dass du es vielleicht wieder über das gewöhnt bist, Schule, Ausbildung, Lehrer und so weiter, Eltern, dass die immer sagen, du musst, du sollst und so weiter, sondern dass Eigeninitiative gezeigt wird. Genau. Und du darfst auch Fehler machen. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird jemand da sein, der dir im Zweifel hilft, ja, aber du musst ihm diese Hilfe auch fragen. Ja? Auch cool. Ja, Fehlerkultur ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, ne? Das heißt, der Arbeitgeber muss sowohl, wenn ich mit Arbeitnehmern zusammenarbeite, ist klar, da läuft nicht immer alles rund, sonst muss ich alles alleine machen. Das gilt ja gerade so für kleinere Einheiten, wo im Prinzip kleine Teams sind, wo der Teamleiter nicht abgeben will, weil er Angst hat, dass was schief läuft, aber dafür brauche ich keine Arbeitnehmer, ne? Das ist richtig. Und wenn der Teamleiter Angst hat, abzugeben, falls was schiefläuft, dann wird es wahrscheinlich auch so sein, dass, wenn in diesem Team etwas schiefläuft, er von seiner Führungskraft darüber eher einen draufkriegt, als dass die Führungskraft sagt, was können wir tun, damit es nicht nochmal passiert. Mhm. Ja. Weil in dem Moment, wo die Aussage ist, ich habe Angst, dass etwas schiefläuft, ist ja die Frage, warum habe ich Angst? Und das kann ja nur das Ergebnis dessen sein, was mir dann blüht. Und das ist keine Kultur, in der man lange in einem Unternehmen arbeiten möchte, es sei denn, dass man wirklich rein 9-to-5 macht und sagt, es wird egal, was um mich rum passiert, ich kriege hier mein Geld, ich mache meine 8 Stunden und dann gehe ich wieder. Aber auch das macht auf Dauer keinen Spaß. Ja, zumal ja das auch Arbeitskräfte sind, die werden keine Karriere machen, sondern die schwimmen mit im Strom. Genau. Und ich meine, wenn ich sehe in den letzten Jahren, wie hat sich die Welt verändert? Diejenigen, die wirklich mehr bringen, die zeigen dem Unternehmen, jetzt aus Arbeitnehmersicht, ich tue etwas für dich, damit du Unternehmen mehr Geld verdienst, besser darstellst und so weiter und mich dadurch auch gut bezahlen kannst. Das ist ja eine Geben- und Nebensituation. Das Geld kommt immer, sage ich, immer kommt ja nicht vom Kunden, sondern kommt ja nicht vom Arbeitgeber, sondern von den Produkten, die verkauft werden. Das heißt, von den Kunden der Firmen. Genau. Die bezahlen auch meinen Arbeitsplatz. Und dieses Bewusstsein ist bei vielen Arbeitnehmern nicht vorhanden. Respektive wird auch von vielen Arbeitgebern dem Arbeitgeber nicht klar gemacht, hör mal, du arbeitest zwar für mich, ich leite das, was der Kunde zahlt, leite ich, nachdem ich Kosten abgezogen habe, als Gehalt an dich weiter. Ich glaube, das wird nicht genug kommuniziert. Das ist, was ich was wahrnehme. Das ist tatsächlich immer dann, wenn die Führungskräfte letztlich, und ich glaube, das ist auch, gehört zur Kultur, die Generation X meist ja Führungskräfte noch sind, die diese Generation lernen müssen. Sie sind auch nur Teil eines Teams mit einer speziellen Aufgabe, nämlich Entscheidungen zu treffen oder eine Führung reinzubringen. Aber sie sind nur Teil eines Teams und sie sind auf der gleichen Ebene wie alle anderen. Wir haben keine Vorgesetzten mehr, die 1 Meter höher als alle anderen sitzen, um einmal über 250 Leute drüber wegzugucken. So etwas gibt es nicht mehr. Und man sagt in der Führungslehre, Vorgesetzte sind Führungskräfte ohne soziale Kompetenz. Aber da ist viel dran. Deswegen ist auch meine Aufforderung immer an unsere Kunden zu sagen, sorgt dafür, dass das Wort Vorgesetzte rauskommt, sondern sorgt dafür, dass ihr Führungskräfte seid. Das ist etwas völlig anderes. Das ist etwas, was mit Emotionen zu tun hat, mit Wertschätzung zu tun hat, aber auch mit der Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen oder die Verantwortung anderen zu überlassen, wenn sie in der Lage sind, tatsächlich auch damit umzugehen. Das ist eine ganz andere Art und Weise, mit Menschen umzugehen. Ja. Ich merke, ich hatte schon mal ein Interview über das Thema Arbeitnehmer geführt und da sagte der Referent auch dazu, es geht hier nicht um Arbeitnehmer, es geht um Mitdenkende, Mitfühlende, Mithandelnde. Diese Dreierkommunikation fand ich sehr, sehr schön. Dieses Miteinander, das ist Team, das andere Vorgesetzte, Motto, du machst jetzt das, weil ich der Boss bin, ich verdiene mehr als du, ich habe einen größeren Schreibtisch nach dem Motto, damit kannst du keinen Blumenpott mehr gewinnen. Ne? So kannst du Menschen heutzutage nicht führen. Ja. Die Zeiten sind lange vorbei. Also vielleicht gibt's das noch irgendwo im öffentlichen Dienst, ich weiß nicht, in irgendeiner Beamtenstube mag es das auch noch geben, aber das ist für den Mittelstand, über den wir ja reden, geht das überhaupt nicht mehr. Ja. Thema Jobhopping. Du hast ja das schöne Beispiel gemacht von den CFOs, die da zusammensitzen, wo sagte hier, wenn ich jetzt investiere mal so viel Kohle in unseren Arbeitnehmer, was ist, wenn der danach weg ist? Und der andere sagte, was ist, wenn wir nichts investieren in die? Ne? Das ist ja noch schlimmer und sie bleiben hier in unserem Unternehmen. Ja. Was ist der größere Schaden? Wie ist das Thema Jobhopping? Hat sich das eigentlich in den letzten Jahren, in diesen Generationen verändert im Gegensatz zu früher? Was hast du da wahrgenommen?
Wir haben ja früher immer gesagt, du musst 3 Jahre in einem Unternehmen bleiben, dann kannst du langsam gehen. Genau. Nach spätestens 7 Jahren solltest du gegangen sein, weil sonst bringst du auch keinen Mehrwert mehr für ein anderes Unternehmen. Das hat sich deutlich verändert. Gerade in den jüngeren Jahren, also ich würde sagen, so bis 35-Jährige, ist das tatsächlich so, dass gerne auch alle 2 Jahre gewechselt wird. Und das ist auch in Ordnung. Das muss im Unternehmen klar sein, das muss auch den Mitarbeitern klar sein. Heute in einem Bewerbungsgespräch zu erwarten, dass jemand, der 30 Jahre alt ist, sich auf 10 Jahre committet, im Unternehmen zu bleiben, ist gelinde gesagt lächerlich. Ich glaube, wir können heute froh sein, wenn wir in einem Bewerbungsgespräch auf die Frage, was kannst du dir vorstellen, wie lange du bei uns bleibst, wenn da einer sagt, erstmal 3 Jahre, wäre ein super Ergebnis, weil das zeigt zumindest, dass sich der Mensch schon mal mit dem Unternehmen befasst hat und auch mit dem, was sie tun. Aber es ist einfach so, genauso wie wir das heute, ne, das ist vergleichbar vielleicht mit den klassischen Stromanbietern. Und ne, man kann ja heute alle 2 Jahre den Stromanbieter wechseln, kriegt noch hier was dazu und da was dazu, ohne dass man was tun muss. Auch das haben wir der jungen Klientel beigebracht, dass man ja immer guckt, wo gibt's das Beste. Und genauso machen die das heute in den Jobs. Und wenn der Job irgendwann langweilig wird oder wenn es vielleicht irgendwo eine Firma gibt, die in einer schöneren Umgebung ist, klassischerweise Richtung München vielleicht runter oder nach Berlin, wenn man an den IT-Bereich denkt, dann ist das völlig klar, dass die weg sind. Weil da ist noch keine Bindung da. In der Regel gibt es noch kein Eigentum, keine Familie und ähnliches. Wenn dann so das erste Mal Eigentum vorhanden ist oder dann ein fester Partner vorhanden ist oder möglicherweise Kinder da sind, dann ändert sich das Ganze. Dann jobhoppt man auch nicht mehr ganz so oft, weil man sagt, ich bleibe lieber da, wo ich bin, da weiß ich, was ich habe. Ich muss schließlich die Familie miternähren als Elternteil. Spielt ja auch der Partner oder Partnerin eine Rolle mit, ne? Nach Absolut, dem ja. Motto, wir haben unsere Freunde, soziales Netzwerk etc. Genau, ja, genau. Ja, also das ist sicherlich so, ab 30, 35 ändert sich das Ganze. Aber bis dahin bin ich der Ansicht, sollte man jemanden aufgrund seines Lebenslaufes nicht verurteilen. Und ich würde auch ganz ehrlich, auch das möchte ich allen mitgeben, die als Unternehmer Lebensläufe in die Hand kriegen, wo vielleicht auch mal 2 oder 3 Mal nur ein Jahr da drin ist. Das können Gründe sein, die im Lebenslauf gar nicht erkennbar sind. Das können private Gründe sein. Und es kostet wirklich nichts, sich 1 Stunde mit einem Kandidaten zu unterhalten und sei es nur am Telefon erstmal, um zu verstehen, warum hat der gewechselt. Dabei kann das jemand sein, der wirklich toll ist, der wirklich gut ins Unternehmen passt und der hat vielleicht einfach anfänglich nur Pech gehabt und nicht die richtige Position erwischt. Und deswegen würde ich einen Lebenslauf nie ablehnen, nur aufgrund dessen, was auf dem Papier steht. Ist, glaube ich, auch ein ganz guter Hinweis, weil diese Brandmarken durch den Lebenslauf oder die Noten, die man hat. Ich habe immer eins in der Schule gemerkt, gute Noten zeigt immer, dass Leute eher so stromlinienförmig auswendig lernen können, das Gehörte reproduzieren können. Aber eigenes Denken, also ich habe es nicht gelernt in der Schule, weiß ich, wie es bei dir war. Und ich habe mich letztens, kennst du einen ganzen Freund, den Herrn Mills, den kennst du ja, den. Und das war interessant, als er dann sagte, wir haben ja beide in Köln studiert, und mussten lächeln, sein Sohn studiert jetzt auch. Und dann sagte Markus so schön, ja, es hat sich nichts geändert, die lehren immer noch so wie früher. Ich meine, früher war eine Kreidetafel, jetzt hast du einen Beamer da stehen, ja, ein Overhead-Projektor, war in der Zwischenzeit, jetzt hast du einen Computer da stehen, wo das Bild an die Wand geworfen wird. Aber die Art und Weise, ich erzähle, ihr hört zu, hat sich nicht geändert. Da mussten wir beide drüber grinsen. Das war bei uns vor 20, 30 Jahren auch schon der Fall. Ja. Ja, das ist so. Ich bin da sehr gespannt. Auch mein Sohn studiert jetzt in Aachen und er hat mir jetzt erzählt, dass quasi jeder vierte Tag live stattfindet, weil sie immer nur 25% in die Uni lassen und alles Ja, andere wegen dann Corona, ne? per, genau, alles andere online stattfindet, wo ich dann sage, naja, wenn es dann wenigstens jeder vierte Tag ist, ist ja gut, weil sie dann sich auch alle live sehen. Ich bin mal sehr gespannt, auch was er erzählt, wie jetzt da die entsprechenden Methoden sind, und wie die entsprechenden Sachen dabei gebracht werden. Ja. Da es IT ist, da es Informatik ist, hoffe ich, dass da vielleicht auch das ein oder andere digitalisiert dabei ist, als das vielleicht in anderen Berufen ist. Das wäre zu wünschen, Absolut, ja. ja. Ja, was fällt dir sonst noch ein? Wir kommen jetzt, glaube ich, auf die Zielgerade. Was die Generation Y meets Arbeitsmarkt? Gibt es aus deiner Sicht noch ein, zwei Punkte zu ergänzen, die wir noch mal ein Ich bisschen kann beleuchten nur sollten? beiden,
Ich kann nur beiden empfehlen, den Unternehmen wie auch der Generation Y. Wenn irgendwo die Grundmeinung besteht, dass der jeweils andere interessant sein könnte, zum Telefonhörer zu greifen oder ein Teams-Meeting zu eröffnen, wie auch immer, und sich einfach mal eine halbe Stunde zu unterhalten. Und dann wird man sehr schnell merken, ob es menschelt. Und dann kann man sagen, wir machen jetzt weiter und gar nicht so viel darauf zu geben, was im Internet steht oder was man gehört hat oder sonst irgendwas. Oder wie die Zeugnisse sind und ob da 3, 4 Jobs schon vorher gab. Das heißt, das Gespräch von Mensch zu Mensch in die Augen schauen ist nach wie vor immer das Beste. Ich glaube, diese Aussage traue ich mich zu sagen, das wird sich auch, glaube ich, nie ändern. Auch wenn künstliche Intelligenz kommt oder so, aber dieses gegenseitig in die Augen schauen, das ist der beste Maßstab, passen wir zusammen oder nicht. Das ist so. Ich glaube, das hat eine sehr, sehr, sehr große schnell verändern wir Menschen uns nicht. Ja. So schnell verändern wir Menschen uns nicht. Ja, das wäre doch ein schönes Schlusswort. Carsten, vielen, vielen Dank für die tollen Tipps, die du gegeben hast. Wenn euch dieser Podcast gut gefallen hat, würde ich mich freuen über eine gute Bewertung auf iTunes und oder Spotify. Und kopiert doch einfach den Link dieses Podcasts und schickt ihn weiter an eure Freunde, Bekannten, Kollegen, aber auch an eure Arbeitnehmer oder Arbeitgeber. Denn ich glaube, das sind ganz interessante Fakten, einander besser zu verstehen, anders wahrzunehmen, vielleicht mehr Empathie für die andere Seite zu entwickeln. Denn eins ist, glaube ich, klar, man sitzt in einem Boot, man soll zusammenrudern und nicht gegeneinander rudern. Besser kann man es nicht sagen. Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen, vielen Dank, sagen der Holger und der Carsten. Tschö. Tschö.